Die ersten Testrunden sind vorbei. Mir hat es mein RMF-Charger jetzt durchgehauen. Ich probiere dann was anderes, trotzdem noch mit Back-EMF-Nutzung. Mal schauen, ob das dann funktioniert. Aber erstmal müssen wir die Zellen, die frühzeitig zusammengebrochen sind, noch ein bisschen regenerieren. Das sind jetzt die Kandidaten hier. Die sind, wenn man das Ladegerät anhängt, ziemlich schnell bei 1,5 Volt und werden dann auch recht schnell warm. Halten die Spannung aber, fallen nicht gleich wieder runter auf 0 Volt, sondern das dauert dann schon ein paar Tage. Und mal schauen, ob wir mit der Klolampe Erfolg haben. Die werden jetzt alle 5 in Reihe geschalten, dass wir auf 5, 6 Volt ungefähr kommen und dann mal gucken, ob der Read Step Up die regenerieren kann. Bis jetzt hat es soweit immer geklappt. Nachdem wir dann die ganzen alten Akkus so in Reihe zusammengeschalten haben, brauchen wir ein, nachdem wir das beste Ladegerät schon dran hatten, was es gibt, und das aber trotzdem die Zellen, also einige, ne, das, die anderen, die waren wie gesagt auch alle bei 0 Volt gewesen, ne, bis auf die hier, die habe ich neu gekauft, aber die ganzen restlichen Nickel-Cadmium-Zellen und auch die Nickel-Metall-Hydrid, die waren alle bei 0 Volt. Zero, nada, nichts mehr. Na, eigentlich, na gut, bei Nickel-Cadmium ist es nicht ganz so schlimm, aber bei den Nickel-Metall-Hydriden wahrscheinlich doch, angeblich. So, das hat er eben wieder hingekriegt. Die Kandidaten hat er nicht wieder ganz fit bekommen. Ne, die kann er zwar ordentlich laden, dann sind es die, die am schnellsten warm werden sozusagen. Handwarm, lauwarm, nicht heiß, also voll im Rahmen. Und die halten auch die Spannung so halbwegs. Aber trotzdem sind es diejenigen, die dann vorzeitig viel, viel schneller als die anderen immer zusammenbrechen. Und ja, ab und zu hat man da Erfolg mit dem noch richtigen Endladegerät. Nachdem wir jetzt das perfekte Ladegerät haben, möchte ich euch mal das perfekte Endladegerät vorstellen. Eigentlich kennt ihr das ja schon. Aber die einzig gängige Version, die bei mir jahrelang funktionierte, ist diese welche. Ist die Klolampe. Ja. Und zwar hier oben ist ja die Steuerung dafür, und vielleicht seht ihr das hier vorne, das ist das optimale Verhältnis, habe ich mittlerweile herausgefunden, so wie es am stabilsten läuft. Und ihr seht es schon, mal gucken, ob es von hier drüben besser zu sehen ist, da habe ich eine konische Spule gewickelt. Die ist vorne, wo der Read-Switch ist, ist die praktisch viel, viel breiter und nach hinten läuft die spitz zu. Und ja, die hier, die läuft jetzt schon 3 Monate. Ne? Also, und ich habe wirklich normalen Stuhlgang hier mit diesen 1,3 Amperestunden Nickel-Cadmium-Akkuschrauberzellen, die auch alle im Arsch waren und genau wie die hier schnell geladen wurden und dann die Ladung nicht lange gehalten haben. Auch mit RMF-Charger. So, das ist jetzt schon der zweite Durchgang. Ne? Na, der erste Durchgang hat natürlich nicht lang gehalten. Da konnte ich die vielleicht 10 Minuten leuchten lassen. Und dann war Sense. Dann waren die aber alle auf einem ordentlichen Level gewesen, hatten alle dieselbe Voltzahl. Und dann habe ich nochmal einen RMF-Charger mit der richtigen Ladeeinstellung. Ja, ein Zehntel C, ein Zehntel der Amperestunden, die draufstehen. Und seitdem rennt das nonstop sozusagen. Da ich ja jetzt aber meine Klolampe jetzt immer eigentlich brauche und die Zellen wahrscheinlich auch mehr Durchgänge brauchen, so groß wie die sind, habe ich mir gedacht, bastelst du dir noch einen. Ja, und jetzt die letzten Tage habe ich wieder netten Besuch bekommen. Schöne Grüße erstmal Richtung Krimi-Ciao. Und danach habe ich ordentlich Energie bekommen, sodass beim Read-Switch-Bau von Anfang an gleich alles super funktionierte. Also echt klasse, was ihr für Energien mitgebracht habt und auch hier gelassen habt. Hat funktioniert. Jetzt habe ich mir solche dickeren Ferritringe genommen. Haben wir noch welche? Hier sind noch welche. Ich weiß jetzt gar nicht, wo es sie gab. Aber die sind so flach jedenfalls. Und habe mich an dem Verhältnis von der Klolampe orientiert. Ich glaube, bei der Klolampe hatte ich 0,15er Draht mit so und so viel Windungen oder 0,20er drauf.
Und die habe ich dann, glaube ich, 0,30er genommen. Ja, ich weiß nicht ganz genau von der Dicke her. Irgendwas zwischen 0,20er und 0,30er und habe dann auch ordentlich Windungen drauf gemacht, ne, dass er hier vorne ungefähr dreimal dicker ist als der Kern und nach hinten dann konisch zurückgeht. Ich habe hinten angefangen mit Wickeln, hier dann praktisch die ersten paar Lagen drauf, dann hier nichts mehr drauf gewickelt, dann hier weiter gewickelt, dann hier weiter, dann hier weiter. Also nicht immer vor, zurück, sondern hier ein Stück, da ein Stück, da ein Stück, da ein Stück und vorne das meiste. Ich habe mir dann vorne hier drauf einen Magneten drauf geklebt, den ich dann wieder abgerupft habe, dass das hier vorne alles schön gerade und bündig geblieben ist und hinten das einfach ein Akkuschrauber eingespannt, dann ging das ganz gut. Ja, so kriegt man die Spulen hin. Und der nächste Trick dabei ist die Einstellung der Magneten. In dem Originalanleitungsvideo, kennt ihr bestimmt noch, ist der Magnet hinten drauf gepoppt worden, ne, hinten auf dem Ferrit. Ne, dann musste der Magnet ganz genau zur Länge des Ferrites passen und bei der Länge des Ferrites, ach du meine Güte, da hätte ich sonst was für ein Magnet gebraucht, habe ich gar nicht da. Und zum Glück hat dieser Reed Switch aber zwei Seiten, wo er schalten kann. Ne, hier drüben und da drüben, der schaltet immer, also nicht irgendwie hier bei der Zunge, wo man wahrscheinlich denkt, sondern der Magnet, der muss hier am Rand positioniert werden, ne, hier irgendwo am Rand. Und die eine Seite ist dann praktisch, so schaut's und so aus und mal gucken, ob wir es rumdrehen können, ohne dass irgendwas blitzt. Ja, das ist dann eigentlich so fürs Mobile gedacht sozusagen. Ne? Mein Conti auf über 200 Volt aufladen, einfach so. Das kann man auch sonst mal gebrauchen. Und wir fahren jetzt aber mit den Akkus. Ne? Der Anschluss ist für die Akkus und die werden extra mit dem Schalter eingeschaltet, nochmal nebenbei. Aber jetzt geht es um die Einstellung von dem Magneten hier. Bei mir ist es jetzt so gelöst worden, wo jetzt eigentlich jeder funktioniert hat, dass hier auf die Höhe praktisch ein Magnet hinkommt. Da müsst ihr dann die richtige Seite finden, müsst ihr noch ein bisschen rumprobieren. Und wenn er dann läuft und noch viel zu kratzig ist und viel zu viel Milliampere aufnimmt oder sogar Ampere, ich weiß nicht, was ihr da wickeln wollt, welche Reed-Switche ihr habt, bin ich bisher gut gefahren, indem ich hier drüben auf die andere Seite einen ganz kleinen winzigen, ich weiß nicht, ob man es sieht, einen ganz kleinen winzigen Magneten an die richtige Stelle gepoppt habe, wo dann die Frequenz richtig schön summend geworden ist. Ne? Dann ist hier die Ampere-Anzeige ist ganz zurückgefallen. Am Output geht es natürlich auch ein kleines bisschen zurück. Ne? Aber wir müssen hier einen richtigen Konsens finden zwischen Leistung am Output, Leistung am Input und was unser Reed-Switch aushält. Genug gelatscht. Erstmal gucken, ob das überhaupt hier funktioniert. So. Und einschalten. Ja. Das rennt. Und der pumpt jetzt den Kondi voll. Und wenn der Kondi voll ist, leuchten die Lämpchen. So, hier kommt es vielleicht ein bisschen besser rüber. Das Coole ist jetzt aber, das sind jetzt 168 LEDs und das sind 5,5 Volt ungefähr, sagen wir mal 6 Volt, sagen wir mal fair. Und das ist irgendwas knapp unter 50 mA, oder? Seht ihr das richtig? Ihr könnt ja jetzt mal 6 Volt mal, oder also sagt 7 Volt, jetzt sind sie total voll geladen meinetwegen, ne? Aber eigentlich sind sie kaputt. Und das mal 50 mA, dann wisst ihr, mit wie viel Watt wir die hier jetzt betreiben. Achso, und die hier vorne, ne, die kostenlosen LEDs sozusagen, das sind eigentlich die LEDs, auf die es der René, der uns die Anleitung hier gegeben hat, eigentlich abgesehen hat. Hier hat er ja gesagt, die werden jetzt komplett umsonst betrieben. Ne? Nach seiner Anleitung ging es ja so, den konnte ich eigentlich voll lassen oder so voll es halt geht. Ne? Und hier drüber dann die Last abnehmen. Mal schauen. Bisher geht es nämlich auch in beide Richtungen. Ziemlich, ziemlich lustig. Jetzt ist es hier auch viel heller. Jetzt sehen wir aber auch das Doppelte. Ich glaube, mit der Anordnung hier kommt man bis auf über 200 mA.
wenn man so ein bisschen tuned. Ach, und da schau her, hat es mir schon die zweite LED durchgehauen. Die LEDs gehen jetzt nach und nach kaputt, so viel Energie kommt hier drauf. Ich glaube, hier muss ich da wirklich mal auch noch viel, viel mehr LEDs an die Stelle setzen, wo jetzt diese Schottky eingebaut ist nach dem Originalschaltplan. Das ist ja so heftig. Ja. Alles nur, um die Dinger fürs E-Bike zu regenerieren. Tja, welche Wege man doch mal wieder einschlägt. Mal gucken, noch was probieren. Ach ja, und bitte beim Ausschalten drauf achten, na, auch wenn die LEDs eigentlich fast aus sind, bei der Größe der LEDs und der Größe vom Kondi, wo kriegen wir es denn eigentlich mal hin? Kriegen wir es hier hin? Ne, wir kriegen es hier unten hin. Ist noch ein bisschen was drauf. Gut, das Wasserglas ist jetzt gerade nochmal ausgeleckt worden von der Dame hier. Und ich saß dort und habe mir überlegt, wie man den Reed Step Up am besten auf Herz und Nieren testen kann. Springt die hier hoch, hier drauf und hält ihre Schnauze hier ran. Probieren wir es mal. Na denn, ich bin gespannt wie ein Pfitschepfeil. So bei 18, 19 Grad sind wir gerade. Das nehmen wir als Quelle. Mal gucken, was überhaupt geht. Es geht. Krass. Was? Wie? Nichts. Hier kommt man gar nichts. Hier kommt man gar nichts, ist auch nicht schlecht. Ist doch richtig angeklemmt, ne? Ja, vom Minus kommen wir, der schwarze ist der Minus, also das müsste schon gehen. So rein gar nichts. Aber hier vorne, die Lampen sind nämlich auch nicht an. Normalerweise leuchten ja die Lampen hier vorne. Ja, ich lasse das mal ein Stück laufen jetzt. Naja, es kommen schon mal Blubberbläschen. Da unten kommen auch viele kleine Bläschen. Ah, das sehe ich ja jetzt erst durch den Winkel. Sehr cool. Und das mit... Wo sind wir denn hier? Er bewegt sich schon ein bisschen, ne? Ein ganz kleines bisschen bewegt er sich, aber es ist nicht... Nicht... Nicht? Wie macht er denn das? Und auch, dass hier die Lampen nicht leuchten, das wundert mich. Aber es tut sich was im Wasser. Mal weiter abwarten. Gut, also das mit dem Wasser erwärmen können wir wohl knicken. Ja, nach 10 Minuten ist da immer noch nichts passiert, von der Gradzahl her. Aber hört euch mal das Geräusch an. Irgendwie klingt das klingt schön. Da habe ich schon hässlicheres Feature gehört von dem Ding, muss ich sagen. Und hier ist ja nach wie vor der Fall, dass hier trotzdem Wasserstoff und Sauerstoff produziert wird. Denke ich mal. Ja? An der einen Seite das, an der anderen Seite das. Wir haben ja Gleichspannung.
So ein Kondi dazwischen. Ja gut, jetzt könnte man ja natürlich, da müsste ich wieder was basteln, die Menge hier messen, die da entsteht. Und ja, hier muss ich mir mal ein Messgerät reinhängen, was dann wirklich genau anzeigt, was Phase ist. Moment, wir nehmen hier mal weg. Da ist es ruhig, ne? Jetzt gehen wir wieder ran. Also ihr seht, ein bisschen zieht es wirklich, also es funktioniert. Es funktioniert, das Messgerät. Aber das ist ja im Bereich von unter, im 10 mA Messbereich, denke ich mal, so ungefähr. Krass. Und das bei hier 1,2 Volt, 2,4, 3,6, 4,8, 5,2 Volt. Ne, 5,0 Volt sogar, ne? Wenn sie alle bei 1, nee, Quatsch. Was rechne ich denn? So bei 5,5 Volt ungefähr. Das nicht, das ist... Cool. Applaus. Schön. Warte mit dabei. Das fetzt. Nachdem das nur hier die ganze Nacht durchgelaufen ist, wirklich nonstop geht einwandfrei, ohne dass es abbricht. Jetzt am Morgen zieht es noch, ja, so viel ungefähr. Alle Batterien sind alle konstant bei 1,33 Volt. Und ja, jetzt habe ich hier ein Päckchen bekommen vom Basti. Mit dem hatte ich mal ausgemacht, da mal ein bisschen was zu testen, hat es dann vergessen, er hat mir das dann einfach geschickt. Klasse Basti, einwandfrei. Und jetzt haben wir praktisch so eine schöne Feature-Ansteuerung mit Back-EMF-Pulsen. Und hier seht ihr es schon, sind ein Haufen bekotete Spulen. Oh Mann. Na, ich bin gespannt. Geil. Genau in der Einstellung, wie ihr es hier gerade seht, habe ich das dann die Nacht über gelassen und habe mir gedacht, die Batterien, die da dran angeschlossen sind, die ganzen Nickel-Cadmium-Zellen, die könnten auch mal eine Refreshung gebrauchen. Also wollte ich dann mit den 5 Volt, mit den großen Zellen, meine ganzen kleinen Nickel-Cadmium-Zellen, die so 120 Stück da in Reihe laden, und habe das über Nacht dran gelassen. Tja, und am nächsten Morgen bin ich aufgestanden und da habe ich nicht schlecht geguckt. Da hat der Heißleim wieder selbst Leben bekommen und hat mir Zeichen gegeben, die ich jetzt mal wieder deuten soll. Heißleim gibt mir andauernd mal schöne Zeichen. Hier zum Beispiel, den finde ich besonders schnuckelig. Der ist eines Tages aus der Heißklebepistole rausgetropft und ein paar Tage später beim Aufräumen habe ich ihn dann gefunden. Hier der Schnabel, da ist dann zufälligerweise auch gerade noch ein ganz kleines bisschen Lötzinn zufällig auf die Stelle draufgefallen. Also er ist wirklich nicht kreiert, er ist von selbst gewachsen. Das Einzige, was ich dann noch, oder was wir dann noch gemacht haben, ne, ich habe da noch jemanden an der Hand, der hat für sowas echt gutes Auge. Die Augen haben wir dann noch rangemacht. Tja, und das hier ist jetzt der Reed-Switch. Die zwei Wesen sind da hier rausgewachsen und wollen uns irgendwas sagen, so wie es aussieht. So interpretiere ich das jedenfalls mal. Ja, dieser besonders spezielle Mensch, dieses besonders spezielle Wesen, hat dann gedacht, hier drauf passt dann der Knopf Kruste noch ganz gut, aus welchem Grund auch immer, da könnt ihr euch mal Gedanken drüber machen. Ja, so schaut er jetzt aus. Irgendwann ist über Nacht der Kurzschluss reingegangen. Mir hat es die ganzen 5 großen Nickel-Cadmium-Zellen kurzgeschlossen über den ganzen Draht hier. Und das heißt, er ist warm geworden und ist dann langsam nach unten gesunken. Und nach unten sind dann langsam, ja, was seid ihr jetzt? Seid ihr jetzt Viecher? Ja, die Kollegen hier. Ich will sie mal Kollegen nennen, ne?
rausgewachsen. Und jetzt geht er nicht mehr. Ja, und solche Zeichen habe ich beim Read-Switch des Öfteren, muss ich jetzt ehrlich mal gestehen. Viele von euch haben mich auch schon gefragt, ob ich für sie nicht mal sowas bauen kann und ja, auf Auftrag. Ich halte mich da lieber nochmal fern davon, weil die ganzen komischen Zufälle, die mir mit dem Read-Switch bisher passiert sind, das hier war zum Beispiel meine erste Version, wo ich so eine 12-Volt-LED mit einer einzigen Nickel-Cadmium-Zelle über den Read-Switch betreiben wollte und als Lampenlicht benutzen wollte. Ja, einmal habe ich es einem Kollegen ausgeliehen, mein Fahrrad, und prompt ist er in dem Ort, wo ich jetzt seit über 30 Jahren schon wohne und noch nie mein Fahrrad von der Polizei angehalten wurde. Ja, von der Polizei angehalten worden. Der ist dann nicht so gut für ihn ausgegangen, aber auf diese Zeichen, tja, da muss ich halt schon mal ein bisschen achten. Nebenbei ist dann auch noch das Fahrrad umgefallen und kaputt ist es dann wieder gebracht worden, jedenfalls die Lampe. Hat tausendmal entschuldigt, ich konnte wirklich nichts dafür, ne? Ja, naja, so viel zum Read-Switch. So ganz so sicher bin ich mir noch nicht bei dem Teil. Während wir beim, während wir beim RMF-Charger und diesen nicht so ganz so harten Pulsen unsere Polaritäten, wenn wir so eine Nord und Süd hier hin und her schwingen lassen, also praktisch geschlossen halten und dann da vielleicht nur so ein bisschen indirekt dann hier ins Feld reinpulst, sieht es hier bei dem dann nämlich schon ganz anders aus. Hier hinten an der Stelle kommen extrem harte Pulse raus. Ihr könnt ja, wenn ihr es schafft, so ein Ding mal selbst zum Laufen zu bringen, ne? Also das muss euer Bewusstsein mit euch ausmachen, ob ihr es dürft oder nicht, da kann ich nicht die Hand für euch ins Feuer legen. Da könnt ihr ja mal ein Magnet hier hinten ranhalten, während das Ding läuft, ne? Und dann spürt ihr schon die Pulse, die hier unterwegs sind. Könnte man eventuell auch ziemlich gut als Motorantrieb nehmen. Also wenn das richtig schön in die richtige Richtung gepulst wird, denke ich mal, dürfte das kein Problem sein. Ne? Aber erst so wie in meinem Fall, ich sitze jetzt hier und hier unten ist der Bauch, wo ganz viel Eisen, also Blut drin ist. Ne? Und dann lasse ich mir die ganze Zeit hier sowas in den Bauch pulsen. Da habe ich gedacht, nee, machst du mal zur Sicherheit dann lieber hier noch die Batterie davor, dass es wenigstens ein bisschen geschirmt ist. Aber ja, das ist vielleicht ein Grund, warum wir das noch nicht so in Masse an jeden x-beliebigen weitergeben. Also von meiner Seite her jetzt jedenfalls. Ja, das war's erstmals Info dazu. Ich bin mal auf eure Comments gespannt, auf eure Ergebnisse der Experimente und bis später.